Hallo, hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Einer Harry. Servus, grüßt euch und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es heißt Akku rein, glücklich sein, dass der Harry. Heute geht es um die Neuheiten für April 2024 von mir. Ostersonntag, der Osterhase war da und hat mir richtig große Pakete gebracht und ich freue mich wie ein Schneekönig. Na, Schneehasi, wie der Harry König, der Einer Harry König. Ich freue mich wie Sau, aber er hat auch was vergessen, der Osterhase. Also es hätten eigentlich zwei Geräte mehr sein sollen, aber die hat er nicht mehr reingebracht, weil die Säge so groß war. Und zwar hat er vergessen, den Olivenschüttler Obstrüttler GED FS 1853 Li. Den brauche ich dann hauptsächlich, sobald wieder Oliven in Italien auf dem Baum sind. Also wir haben dieses Jahr vor 2 Jahren pflückt, wo wir das Haus im ersten Jahr gehabt haben und jetzt sind momentan noch keine oben. Beim Nachbar, der hat einen großen Olivenhain, sind auch keine oben. Aber sobald, dann können wir das schütteln. Kannst aber auch Obst, also Weintrauben eventuell, na, die kannst du nicht schütteln, aber Äpfel vielleicht und so weiter, Birnen in die Richtung. Also den hat er vergessen und dann hat man vergessen, den Häcksler Redaxo 3625, den brauche ich natürlich hauptsächlich in Italien, weil da habe ich sehr viel um das ganze Ding rum, ums Areal. Hier eher weniger. Aber wir werden hier hinten dabei beim Nachbar ein paar Sträucher umschneiden und werden die häckseln, da kann man schon ausprobieren. Also die zwei fehlen. Ganz neu heute bei mir, GECT 1833 Isole, da werden Sie wieder sagen, oh, schon wieder, Rasentrimmer. Das ist jetzt halt auch wieder mit diesem ergonomischen Rahmen, wo die da einen Preis gekriegt haben, weil der einfach super zum Halten ist. Werden wir sehen, von dem habe ich natürlich den großen ja auch schon da, den habe ich euch ja schon gezeigt. Aber noch nicht getestet, weil es ist einfach noch nichts zum Testen da. Aber er liegt viel besser in der Hand. Also da dran wird es jetzt langsam viel mit meinen Rasentrimmer. Aber es ist halt so. Ich versuche halt sofort, sobald es geht, für euch die neuesten Geräte zum Kriegen, gerade in Sachen Power Exchange, so dass ihr natürlich entscheiden könnt, brauche ich das, will ich das, muss ich das haben. Und deswegen solltest du den Kanal abonnieren, dass du auch kein Gerät verpassen tust. Gell? Power Exchange war ja selber das beste Akkusystem für uns Heimwerker. Ist es so. Und in der schönsten Farbe. Rot. So, jetzt. Also, einmal haben wir den Rasentrimmer. Das ist jetzt so ein Gerät, okay. Ist halt. Bin ich gespannt, was der Unterschied zwischen 36 und 18 Volt ist. Werden wir auch mal machen. Kann ich auf meinem Platz oben in Langering machen, weil da wuchert es immer. So, dann habe ich gekriegt, die Akkubandpfeile habe ich gekriegt. Das ist jetzt was, wo ich mich auch drauf freue, weil sowas kann man wirklich gut brauchen. Und was ich mich riesig freue, ist die neue Akku-Zugkappgärungssäge TESM3610 LLI. Und auf die freue ich mich riesig. Und warum? Ich habe da natürlich die andere, die TESM3610 LI habe ich auch. Die steht aber auch in Italien, weil da habe ich diese Säge und meine kleine Tischkreissäge mit Akku mitgenommen, weil das ist ja Eisenakku. Und deswegen freue ich mich richtig. Und meine Frau hat gesehen, dass die kommt. Und gestern, ja, dass sie kommen ist. Und gestern sagt sie zu mir, du, sollen wir in den Baumarkt fahren und ein bisschen Holz holen? Ja, ich war natürlich in letzter Zeit öfter im Baumarkt, weil die, wo meinen Kanal verfolgen, diesen Roundhardy-Kanal verfolgen, die sehen ja, was ich gerade mache. Ich tue gerade die Wohnung von meinen Eltern renovieren, weil ich da das Haus gekriegt habe. Und das ist ein Zweifamilienhaus, und die bin ich gerade am Renovieren. Jetzt ist aber so, dass natürlich ein neues Projekt zwischen rein kommt. Und zwar, da mache ich jetzt dann auch gleich noch ein Video, könnt ihr euch auf Allround anschauen. Ich verlinke euch den Kanal mal unten, wenn ihr Bock habt, dann solltet ihr den noch abonnieren. Dann seht ihr auch die anderen Sachen, was ich so mache mit meinen Einheitgeräten vor allem. Und meine Frau sagt, sollen wir ein bisschen Holz kaufen? Natürlich. Wie gesagt, die war in letzter Zeit öfter im Baumarkt, weil ich immer wieder Material brauche, vor allem Rauch- und Rußfarbe, weil die so viel geraucht haben. Wir bauen jetzt bei uns auf der Terrasse, die Terrasse kennt ihr ja, der wo mein Kanal praktisch abonniert hat, und wir bauen uns jetzt eine Vogelvoliere, also für unsere zwei Papageien, Lotte und Olaf, bauen wir eine Vogelvoliere, eine große, also die wird 4x2 Meter und 2,50 hoch, also das müsste so gehen, und da können sie dann direkt praktisch von da, wo sie jetzt auch drin sind, im Käfig, also die schwirren ja bei uns in der Wohnung rum. Mittlerweile immer, wenn wir da sind, ansonsten sind sie im Käfig, und dann können sie praktisch durch die Türe durch, da mache ich was, wo sie durch die Türe durchgehen können, Terrassentüre, dann direkt in die Vogelvoliere reinkommen, sodass sie dann praktisch auch, wenn sie Bock haben, raus und reingehen können. Natürlich kann ich jetzt zum Beispiel Lotte nicht alleine
im Haus lassen, weil das ist eine, die macht auf Deutsch gerade alles hier, wenn sie Lust hat drauf. Gell. Und sie hat eben gesehen, dass ich die Säge gekriegt habe. Bei dieser Säge ist es so, was ist an der hauptsächlich anders? Einfach die Schnittkapazität. Du hast 340x85, Schmarrn, ja doch, 340x85 Schnittkapazität, Zugabgärungssäge, wisst ihr ja. Und die andere, die alte, hat 310x65, also wesentlich mehr. Ich habe gestern auch, ich glaube, 80er Balken gekauft, weil wir machen, wie gesagt, die Foliere hin und nebendran eine Pergola. Und diese Pergola wäre ja überdacht mit Doppelstegplatten. Die ist 6 Meter breit, 6 Meter sowas, geschätzt jetzt, und 3 Meter tief. Und da kommen Doppelstegplatten auf, die habe ich schon mal schon ausgesucht. Die kommen dann da drauf. Also die zwei Sachen kommen jetzt dann auf einem anderen Kanal, den wo ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Aber da bin ich auf die Säge bin ich richtig gespannt, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Und da kommt jetzt auch, ganz ehrlich gesagt, das zeige ich euch schnell, wenn ihr dran bleibt, bitte. Hier habe ich meinen alten Sägebock, den habe ich Gott sei Dank nicht weggeschmissen oder hergeben, weil es ist immer so, meine Frau sagt, ich hebe schon mal jeden Scheiß auf. Aber es ist einfach so, jetzt brauche ich ihn wieder, weil ich zeige euch das schnell, bleibt ihr dran. Moment. Hier habe ich meinen Sägebock. Da ist ist auch Zugkappgärungssäge. Ist mittlerweile 14 Jahre alt. 14 Jahre alt, habe ich 2010 gekauft. 14 Jahre alt, bei der ist es aber so, die ist ein bisschen hecklastig und die habe ich da ein bisschen nach hinten versetzen müssen, dass es funktioniert hat. Es ist mir aber das Gestell eigentlich da herin in der Werkstatt einfach ein bisschen im Weg und deswegen kommt diese Säge, funktioniert noch einmal frei. Diese Säge kommt wieder auf den alten Sägebock und diesen Sägebock, das ist der MSS 1610, der ist genial, weil du wirklich alles ausfahren kannst. Du kannst hier das ausfahren, du hast hier die Rollen, du kannst es versetzen, du hast hier Ablagemöglichkeiten drin. Die Säge kannst du zack entfernen, kannst du zusammenklappen, kannst du mitnehmen. Und deswegen finde ich das einfach genial. Und da kommt diese Säge, kommt auf diesen Bock und dann werden wir oben die Pergola bauen und die anderen Sachen. So, und jetzt hoffe ich, ich habe euch nicht wieder zu viel zugelabert mit meinem anderen Zeug, aber ich bin halt so, dass ich oft einmal vom Thema abschweife. Aber wie gesagt, Neuheiten für April. Diese drei Sachen, der Häcksler kommt und der Olivenrüttler kommt oder Obstrüttler kommt noch. Es kann auch sein, dass nochmal was zwischen rein kommt. Ich weiß das nicht immer so genau, weil die schicken mir das halt zu, sobald es da ist. Ich habe ja das immer vorbestellt bei Einheit, so dass ich das euch wirklich zeitnah zeigen kann. Und wie gesagt, solltest du noch kein Abo nicht gemacht haben, vom einen habe ich dann das jetzt eins machen, weil dann verpasst du nämlich auch kein neues Gerät. Nicht. Ich arbeite natürlich auch mit den Geräten und mache Videos. Diese Videos kommen aber, denke ich mal, sehr oft auf meinem Allround-Kanal. Also den vielleicht auch abonnieren und wer vielleicht Bock hat auf eine AP, der kann nur ein AP-Harry-Kanal abonnieren. So, und das war es schon wieder von mir. Hier werde ich aber zwei Videos machen, einmal Unboxing-Video und dann einmal ein Testvideo. Wir werden noch testen, wie genau sie wirklich schneide, wie genau sie voreingestellt ist, weil ansonsten müssen wir sie dann noch einmal nachstellen. Das werden wir auf jeden Fall extra testen, weil sonst wird das Video mit dem Auspacken, weil ihr wisst, ich packe immer aus, zeige euch, wie das einpackt ist, sonst zu lang. Und dann tut sie wieder weiterzappen und dann ist es immer so eine Sache, wo dann das mir so gar nicht so gut gefällt, wenn sie das immer weiterzappt. Also, ich sage danke fürs Zusehen, Abo machen. Ich habe sogar einen Mitgliedsbereich eingeführt. Schau mal, klicke mal oben auf Mitglied werden. Kannst schon mal draufklicken. Einfach mal gucken, kostet nichts. Das draufklicken und dann siehst du, was kommt. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Akku rein glücklich sein. Das ist der Harry und wir sehen uns im nächsten Video. Bleib gesund, bleib frisch und schalt wieder ein. Ciao, servus, mach's gut.